Mr. Petersen, ja? Das ist richtig. Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass Sie nichts zu befürchten haben. Wir haben Sie zu uns geholt, damit Sie ein paar Fragen beantworten. Freut mich, das zu hören. Nun, Sie kommen aus Bluewood im Westen des Landes. Ist das korrekt? Ja, ist es. Und Ihre Nachbarn heißen Timothy Ahrens und Margaret Smith? Ebenfalls richtig. Gut, dann kommen wir zu den wichtigen Fragen. Sie sind bekannt mit einer Person namens Quint, ist das korrekt? Person wird ihm zwar nicht ganz gerecht, aber ja. Wie und wo haben Sie ihn kennengelernt? Na, wenn Sie das genau wissen wollen, muss ich wohl ein wenig ausholen. Wir haben Zeit. Ich würde gerne alles wissen, was Sie mir über ihn sagen können. Na schön. Also, es war ein Samstagmorgen. Etwa 9 Uhr, meine ich. Ich war gerade aufgestanden und hatte mich ins Wohnzimmer gesetzt, um die Zeitung zu lesen. Was für ein wunderschöner Samstagmorgen. Und wie könnte der Samstag besser beginnen als mit ein paar Hiobsbotschaften? Wer könnte das sein? Hallo? Niemand. Oh, die Post ist da. Rechnung, Werbung, Zeitung. Oh, ein Brief. Miau. Miau. Oh, eine Katze. Miau. Miau, 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 miau. Miau. Ganz schön aufgeregt, was? Miau. Weg mit dir, hier gibt es nichts. Also, der Brief kommt aus Dystopia, Seifenstraße 7. Noch nie gehört. Naja. Spiele nicht, um zu gewinnen, spiele, um weiterspielen zu dürfen. Was soll denn... was soll's. Guten Abend und willkommen zu Copernicus Mystery. Mein Name ist Flavian Adalalim. Ich bin Ihr Gastgeber am heutigen Abend. Wassermelonen, Erdbeeren, Kirschen. Schon seit langem rätselt die Wissenschaft, welch mysteriöse Kraft diese Kreaturen antreibt. Wieso ist ihr Fruchtfleisch rot? Was bringt es ihnen, wenn sie gefressen werden? Warum können wir unsere Was zur Hölle ist denn mit dem Fernseher los? Ach, das ist da. Na gut, ich muss ohnehin langsamer mit dem Schreiben weitermachen. Gleich nach dem Essen. Also, wie fange ich an? In einem Loch im Boden lebte ein Zwerg. Kein gewöhnliches Loch voller Würmer und Modergeruch. Nein, es war eine Zwergenhöhle. Und das bedeutete Wohnlichkeit. Ein wunderbarer Anfang. Sowas gab es noch nie. Nein! Was? Die Uhr tropft. Sieht aus, als würde sie schmelzen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss erstmal den Kopf frei bekommen. Morgen, Jim. Hi, Tim. Was führt dich nach draußen? Ach, ich bin irgendwie uninspiriert. Na, sowas. Wohin soll es gehen? Ich denk mal in den Wald, irgendwo, wo es ruhig ist. Okay, dann viel Spaß dir. Danke. Miau. Eine Katze. Könnte glatt dieselbe sein wie heute Morgen. Miau. Miau, miau, miau. Na, ich hab nichts für dich. Schwör ab. Miau, miau, miau. Ist ja schon gut. Jammer doch wen anders zu. Hey, Jim, was hast du denn mit dieser Katze vor? Die will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Tja, sie scheint dich zu mögen. Miau. Wie kommst du nur darauf? Ich geh einfach weiter. Wie wäre es mit einem Bauernjungen, der bei seiner Tante wohnt und nicht weiß, dass sein Vater ein großer Krieger war, der sich dem Bösen angeschlossen hat? Und nun muss er an der Seite seiner Freunde gegen das große Imperium kämpfen, wo er später erfährt, dass... Ach, verdammt, wieso wurde eigentlich alles schon gemacht? Also irgendwas stimmt hier doch nicht. Es riecht so komisch. Ist das Zuckerwatte? Popcorn? Karamell? Heiße Schokolade? Hier muss ein Jahrmarkt in der Stadt sein. Das muss ich mir mal ansehen. Was ist denn mit dem Himmel los? Es wird wohl heute noch regnen.
Aber wieso sind die Wolken rosa? Nun, das... Nun... Das ist ja merkwürdig. Rosa Wolken, grüner Himmel. Sieh dich um. Das Chaos kommt über uns. Der Himmel wird grün, das Gras wird blau. Die Erde wird in bunte Kacheln gehüllt sein. Der süße Regen aus pinken Wolken wird die Welt überfluten. Die Regeln werden weichen. Harmonie verschwindet. Mann, was ist denn mit Ihnen los? Ich bin der Prophet, William. Ich sah die Zeichen und deutete sie richtig. Dies hier ist der Beginn. Der Beginn von was? Begreif es doch. Der Beginn der neuen Ära. Das Chaos ist über uns gekommen. Der Himmel wird grün, das Gras wird blau. Ja, ich hab's verstanden. Mann, was für ein Irrer. Miau. Und was ist mit diesen dämlichen Katzen los? Miau, miau. Gott verdammt. Hey, Entschuldigung. Bitte? Haben Sie vielleicht eine Uhr? Ja klar, es ist, meine Uhr spinnt gerade irgendwie. Ihre auch? Komisch. Naja, trotzdem danke. Keine Ursache. Irgendwelche Magnetfelder vielleicht? Oder Sonnenwinde? Verdammt, was ist denn mit meinem Garten passiert? Ach Schatz, da hat sich irgendjemand einen Scherz erlaubt. Ach so? Und wie meinst du, hat dieser jemand es geschafft, meine Äpfel so riesig werden zu lassen, dass sich die Äste schon nach unten biegen? Nun, ja... Oder was sagst du zu meinen Wassermelonen? Die waren heute Morgen noch nicht gelb. Sie ist positiv. Der Mais ist noch vollkommen in Ordnung. Ja, das stimmt. Autsch, autsch! Was? Was ist denn jetzt los? Schnell, komm wieder rein! Verflucht nochmal! Wow, also, dass Mais plötzlich zu Popcorn wird, habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hä? Warum ist der Regen denn so klebrig? Fühlt sich richtig dickflüssig an. Igitt, was ist das für ein Zeug? Schokolade? James, du bist wieder da. Ja, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich den Tag im Garten verbringen. Das kann ich jetzt vergessen. Tja, das ist schade. Verrücktes Wetter, nicht wahr? Hier regnet es und keine 10 Meter weiter scheint schon wieder die Sonne. Ja, das ist seltsam. Tja, muss wohl ein Sommergewitter sein, hä? Bestimmt. Bis später, Tim. Ja, bis dann. Ja, was denn? Was ist passiert? Warum ist es so dunkel? Die Sonne ist untergegangen. Ach, die Sonne kann doch nicht einfach mir nichts, dir nichts untergehen. Wenn ich es doch sage, die Sonne ist gerade einfach so verschwunden, als wäre sie vom Himmel gefallen. Also langsam kann das doch nicht mehr normal sein. Miau, miau, miau. Was? Ach, du schon wieder. Nicht jetzt, Katze. Miau, 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 miau. Ah, lass mein Bein los. Au, was soll das? Miau. Spielst du schon wieder mit der Katze? Nein, die will mich nur nicht loslassen. Wirst du wohl... Au! Weiß irgendjemand, was hier los ist? Nein. Ich weiß es. Es ist das Chaos. Es kommt über uns. Das hier ist erst der Anfang. Wenn der Himmel grün, das Gras blau und der Regen schokoladig wird, beginnt das Ende der Harmonie. Verabschieden wir uns von den Regeln der Natur. Nicht mehr lange. Und die Erde wird aus bunten Kacheln bestehen. In der Luft werden Fische fliegen, die... Ist ja schon gut, wir haben verstanden. Jim? Ja? Es fängt langsam an, mir nicht mehr zu gefallen. Ich verstehe, was du meinst. Das ist ziemlich unheimlich. Hey Leute. Maggie. Hast du das eben gesehen? Und wie ich das gesehen habe. Ihr wisst auch nicht, was hier los ist, oder? Woher denn? Kommt, die Leute gehen zum Bürgermeister. Wir sollten das nicht verpassen. Ja, gut, gehen wir. Herrschaften, so beruhigen Sie sich doch. Es ist alles in Ordnung. Das nennen Sie alles in Ordnung? Was muss passieren, dass Sie einräumen, dass etwas nicht in Ordnung ist? Ich bitte Sie, für dieses eigenartige Wetter gibt es mit Sicherheit eine plausible Erklärung. Und welche könnte das sein? Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass sich schon bald alles wieder normalisiert haben wird.
Sie wollen das alles also wirklich einfach totschweigen? Wir sollten einfach unser Leben weiterleben, wie bisher. Nein, garantiert nicht. Schluss jetzt mit den Ausflüchten. Wir müssen irgendetwas unternehmen. Liebe Mitbürger, ich versichere Ihnen, dass die Stadtverwaltung alles unter Kontrolle hat. Seht nur, das Rathaus! Es fliegt weg! Das ist wunderschön! Es reicht! Wir wollen antworten! Bitte, Leute, so beruhigen Sie sich doch! Schluss mit den Ausflüchten! Raus mit der Sprache! Habt ihr das gesehen? Das ganze Rathaus... Miau! Miau, miau! Was will diese Katze denn von dir? Wenn ich das wüsste. Die verfolgt mich schon den ganzen Tag. Seit dieses Durcheinander hier angefangen hat. Vielleicht ist sie auch einfach verwirrt. Wer will es ihr verübeln? Miau. Miau, miau, miau. Mach, dass du wegkommst, Katze. Ach, das führt hier zu nichts. Kommt, gehen wir. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich kann dich verstehen. Ja, es beginnt. Was, wo, wer? Hier unten. Die Katze? Du kannst sprechen, Katze? Ja, ich habe versucht, Kontakt mit euch aufzunehmen. Mein Name ist Ludwig Mausewitz der Vierte, Herold des Herrn Cordatus und Wächter der Menschen. Was? Das heißt wie bitte? Du bist ein Wächter der Menschen? Was soll das heißen? Ich wurde auf die Erde gesandt, um euch zu beschützen. Beschützen? Vor was? Vor dem Meister des Chaos. Meister des Chaos? Ja. Wer soll das sein? Das werde ich euch sagen. Aber nicht hier. Folgt mir. Verzeihen Sie die Unterbrechung. Sagten Sie, Sie hätten mit einer Katze gesprochen? Wirklich? Das ist die einzige Frage, die Ihnen zu all dem einfällt? Sie verstehen sicher, dass das etwas eigenartig klingt. Ja, das dachte ich mir auch. Ich mach da mal weiter, ja? Wir folgten der sprechenden Katze auf die Hügel am Stadtrand. Von dort aus konnte man die ganze Gegend sehen. Schöne Aussicht hier. Man kann ja die ganze Stadt sehen. Nicht schlecht. Also... Hier können wir sprechen. Ein Meister des Chaos, ja? Ja, der Meister des Chaos ist ein Wesen von unbeschreiblicher Macht. Was er will, geschieht. Nahezu nichts kann sich seinem Einfluss entziehen. Die Geschehnisse, die ihr hier und heute erlebt, sind kaum ein Bruchteil dessen, was er zu leisten vermag. Mein Herr Cordatus trug mir auf, mich in eurer Nähe zu halten, um euch zur Seite zu stehen, sollte er je wiederkehren. Also war er eine Zeit lang weg? Das war er. Verbannt in das Kontinuum. Ich sehe schon. Ich muss ganz am Anfang beginnen. In der alten Zeit, noch lange bevor der Herr Cordatus mich schuf, sah die Erde anders aus. Die Menschen lebten in relativem Frieden miteinander. Sie handelten und hielten sich ansonsten voneinander fern. Brach ein Krieg aus, wurde er bald geschlichtet. Oder aber die Beteiligten vernichteten sich gegenseitig. Es waren gute Zeiten. Mein Herr Cordatus beobachtete sie. Er mochte es, wie die Menschen in dem naiven Irrglauben lebten, sie seien die einzigen Herren ihres Schicksals. Und er mischte sich nicht in ihre Belange ein. Wenn sie starben, empfing der Herr ihre Seelen in seinem Reich der Ewigkeit. So verging die Zeit in absoluter Neutralität und Ordnung. Bis eines Tages der Gott des Chaos auftauchte. Na, es wurde aber auch langsam Zeit, dass ich entstehe. Der Herr bemerkte diesen Fremden, der durch seine bloße Anwesenheit schon das Gefüge der Raumzeit zu stören schien. Er konnte sich von einem beliebigen Ort zum anderen transportieren, ohne auch nur einen Hauch von Anstrengung. Bald begann der Gott des Chaos, sich unter die Menschen zu begeben und mit ihnen zu sprechen. Große Könige hörten ihm zu und er stellte sich als weiser und mächtiger Helfer dar. Doch sein Rat war niemals viel wert. Seine Worte entfachten Zwietracht zwischen den Menschen. Es brach Streit zwischen ihnen aus. In seinen Augen waren die Menschen Puppen, mit denen er tun konnte, was er wollte. Er veränderte nach Lust und Laune den Charakter einer jeden Person, um Unfrieden zu stiften. Doch auch das reichte ihm bald nicht mehr aus. Er begann, die Regeln und Gesetze der Welt zu ändern. Er konnte mit einem einfachen Schnippen seiner Finger alles tun, was er wollte. Die ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt. Es dauerte nicht lange,
Da hatte er die gesamte Menschheit im Griff. Seine Spiele raubten ihn den Verstand. Wer noch bei Sinnen war, verzweifelte in der chaotischen Welt um ihn herum. Nun musste mein Herr Cordatus eingreifen. Die Angelegenheit duldete keinen Aufschub mehr. So besuchte mein Herr den Meister des Chaos in seinem Palast, den er als Zeichen seiner Herrschaft über die Erde errichtet hatte. Meister des Chaos! Ach, na sieh mal einer an. Dann musst du wohl Cordatus sein. Ich habe von dir gehört. Bitte, nimm doch Platz. Dein Aufenthalt auf dieser Welt hat den Menschen großen Schaden zugefügt. Es muss ein Ende damit nehmen. Ist das eine Drohung? Keine Drohung. Es ist eine Bitte. So, so. Und wieso sollte ich dieser Bitte nachgehen? Weil es nicht dein Recht ist, die Welt auf diese Weise in deinem Griff zu halten. Ist das so? Aber ich kann es tun. Wieso sollte ich es also nicht? Nur weil du die Macht hast, die Welt auf den Kopf zu stellen, musst du diese Fähigkeit nicht missbrauchen. Ich verstehe deinen Punkt nicht. Wieso sollte ich es dann nicht tun? Mein Herr sah, dass mit dem Chaosgott keine Einigung zu erzielen war. Er zog sich daher zurück in sein Paradies und schmiedete einen Plan, um ihn zu vertreiben. Es gelang ihm und der Chaotische wurde zurück in sein Kontinuum gedrängt. Mit Hilfe einiger anderer mächtiger Entitäten wurde die Verbindung unseres Universums mit dem Kontinuum gekappt, sodass nie wieder das Chaos in unserer Welt wüten sollte. Doch der Herr fürchtete, dass dieser Sieg nicht auf ewig währen würde. Und er erschuf uns, die Wächter, auf dass wir über die Menschheit wachen und niemals zuließen, dass das Chaos wiederkehrt. Und nun ist dieser Meister des Chaos zurück und macht da weiter, wo er damals aufgehört hat. Wie? Möglich. Doch es ergibt keinen Sinn für ihn, mit gerade dieser Stadt anzufangen. Was würde es denn auch für einen Spaß machen, Sinn zu ergeben? Was war das? Das war der Feind. Der Meister des Chaos? Ja. Oh je. Feind! Zeig dich augenblicklich! Ihr solltet eure Gesichtsausdrücke sehen. Unbezahlbar. Bleibt hinter mir. Meister des Chaos! Ach, bitte nennt mich doch einfach Quint. Ich hasse überflüssige Formalitäten. Er sieht ja relativ normal aus. Ah, das ist interessant. Wie genau sieht er denn aus? Ein ziemlich großer Kerl. Etwa 2 Meter vielleicht. Blonde Haare, ziemlich zerzaust. Trug einen kurzen Bart um den Mund herum. Seine Augen waren wasserblau und hatten irgendetwas Eigenartiges an sich. Mehr Details? Markante Wangenknochen, sowas wie eine Römernase, hat durchgehend gegrinst. Bei dieser ersten Begegnung trug er eine dunkelblaue Pilotenjacke oder sowas ähnliches. Ja, Entschuldigung, weiter bitte. Du, Katze, bist also ein Diener von Cordatus. Wie überaus interessant. Du wirst nicht gewinnen, Feind. Mein Herr wird... Fürs Erste nicht erfahren, dass ich wieder da bin. Dessen kannst du dir sicher sein. Was tust du hier? Wieso verheerst du diese Stadt? Meine Gründe dafür gehen nur mich allein etwas an. Aber nun ignorieren wir doch nicht unsere Freunde. Hallöchen, James, Timothy, Margaret. Genießt ihr das schöne Wetter? Schönes Wetter? Pah. Nun, es ist eindrucksvoll. Ist es nicht so? Verschwinde, Monster! Geh zurück in dein Kontinuum. Sag mal, was erhoffst du dir davon, mir Dinge befehlen zu wollen? Du denkst doch nicht wirklich, dass ich das tue, oder doch? Nicht, wo ich gerade die neue Chaos-Hauptstadt der Welt auserwählt habe. Chaos-Hauptstadt der Welt? Seht sie euch an. Ist sie nicht einfach wundervoll? Und dabei sind dies gerade einmal meine ersten Änderungen. Was willst du, damit du verschwindest? Oh, na jetzt wird es interessant. Was habt ihr mir denn anzubieten? Nun... Unsere Gnade. Klar doch. Unsere Freundschaft. Ihr seid nicht besonders gut im Falschen, was? Nun, ich mache euch einen Vorschlag. Ihr wollt, dass ich verschwinde. Und ich möchte mir die Zeit vertreiben. Also machen wir ein Spiel daraus. Wenn ihr gewinnt, stelle ich die Stadt wieder so her, wie sie war und verschwinde. Wenn ich gewinne, gehört die Existenz allen Seins mir. Das ist ja wohl eine ungeheuerliche...
ja oder nein? Ich bin so großzügig, dass ich euch die Wahl lasse. Ja, wir spielen mit dir. Ausgezeichnet. Dann will ich euch die Regeln erklären. Sie sind ganz simpel. Regel Nummer 1 ist, jeder von euch muss mitspielen oder ich habe automatisch gewonnen. Regel Nummer 2, es wird nicht geschummelt. Das ist ja wohl absolut lächerlich. Einverstanden. Sehr schön. Um mich und die anderen blitzte es grell auf und danach wurde uns schwarz vor Augen. Maggie, Tim und ich schauten uns um, als die Welt sich um uns herum wieder materialisierte. Wir befanden uns mitten in einer gewaltigen Blase aus dunkelblauen Licht- und Schattenblitzen, die derartig groß erschien, dass es uns schüttelte. Um uns herum kreisten Plattformen aus bunter Erde und Stein. Uhren und irgendwelche anderen Gegenstände schwebten durch die Luft. Dazwischen schlängelten sich bunte Fische hindurch. Wir selbst standen auf einer Plattform, die im Freien schwebte und sich unangenehm zu den Seiten neigte. Es war richtig schwer, sich gerade zu halten. Unmittelbar vor uns erschien Quint und hielt eine Liste hoch, wobei er sich am Kinn kratzte. Also schön, womit wollen wir anfangen? Ach, so viele reizende Möglichkeiten. Das ist ja der Wahnsinn. Wo wir hier wohl sind? Vermutlich in einer Nebendimension des Kontinuums, der verdrehten Heimatdimension des Feindes. Ah, ja, ich hab's. Seht ihr diese Türen? Hinter jeder davon liegt eins meiner Spiele. Ich bin so freundlich, es euch selbst zu überlassen, in welcher Reihenfolge ihr sie absolvieren wollt. Überaus großzügig. Ganz genau. Also, sucht euch eine Tür aus. Also schön. Nehmen wir diese hier. Oh, gute Wahl. Ach du Heiliger, wie sieht es denn hier aus? Ich habe noch nie so eine weite Fläche aus bunten Kacheln gesehen. Das wird aus der Welt, wenn der Feind die Fäden in der Hand hält. Es verbleibt eine endlose Weite aus reiner Verdrehtheit. Hey! Hier drüben ist eine Straße. Vielleicht sollten wir ihr folgen? So soll es geschehen. Vielleicht führt sie uns an einen verheißenderen Ort. Seht, eine Stadt! Oder was von ihr übrig ist. Dort werden wir Antworten finden. Vielleicht das Ziel dieses Spiels. Oder einen Hinweis darauf, wie wir dieser Welt entkommen können. Hier steht ein Wegweiser. Mal sehen. Dystopia. Bevölkerung 6. Du meine Güte. Und eins hast du übersehen. Sieh mal das Schild. Bürgermeister Quint heißt sie willkommen. Ach. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, welches schreckliche Schicksal der Feind den armen Bewohnern dieses Universums zuteil werden ließ. Kommt, weiter. Seltsam hier. In der Tat. Die Straße ist ganz schön rutschig. Passt auf, dass ihr nicht hinfallt. Ihr müsst einfach schlittern, dann geht es schon. Dort drüben! Ich sehe ein blaues Leuchten auf dem Rathausplatz. Wir dahin müssen? Die Vermutung liegt nah. Kommt nun. Wir müssen eilen. Hä? Was ist denn jetzt los? Die Zeit bleibt stehen. Alle Häuser schmelzen. Reißt euch zusammen und rennt! Da, es ist ein Portal. Das war unbezahlbar. Ihr Leute seid wirklich Gold wert. Oh Mann, wir haben es überstanden. Ja, gut gemacht, Leute. Dieses Universum ist interessant. Die Zeit verläuft nicht linear, sondern antizyklisch. Wirklich ein Juwel für jemanden wie mich. Also, das nächste Spiel. Ja genau, Zeit für Spiel Nummer 2. Zieht eine Tür. Okay, dieses Mal wähle ich. Wir nehmen diese hier. Oh, das wird interessant. Wo? Ich bin zu Hause? Das Spiel kann doch unmöglich schon vorbei sein. Was? Komm mit mir, wenn du leben willst. Mausewitz, was ist los? Worum geht es diesmal? Komm raus.
Du wirst es sehen. Gut, ich komme. Ach du Heiliger. Ganz recht. James. Maggie. James. Maggie. Tim. Gut, wir sind also alle vollselig. Kommt mit. Wohin? Zum Ausgang dieser Welt. Das ist ja scheußlich hier. Das kannst du wohl laut sagen. Seht euch die Straße an. Sie führt da einfach wieder nach oben. Ja. Dies ist die Macht des Chaosgottes. Hey, seht mal. Hier sind Waffen. Sehr gut. Nehmt sie an euch. Wenn wir sie hier schon finden, werden wir sie auch brauchen. Wow, das scheppert ja ganz ordentlich. Sowas gibt's zu Hause gar nicht. Hey. Das ist super. Sie sind hinter uns her. Oh Gott, lauft. Nimm mich auf die Schulter, Mensch. Ich bin nicht schnell genug. Ja, komm rauf. Halt dich gut fest. Das macht irgendwie Spaß. Also mir nicht. Was war das? Seht, ein wahres Monster. Bei allem was? Mann, ist das Vieh hässlich. Es gibt kein Entkommen. Wir sitzen in der Falle. Moment. Das hier ist doch ein Spiel von Quint. Also gelten hier seine Regeln und Gesetze, oder? Ja, und weiter? Größe bedeutet hier nichts, denke ich. Pustet, Leute, pustet. Schön, versuchen wir es. Es klappt. Ja, macht weiter. Oh, mein Bauch. Das war wirklich wundervoll. Applaus für so eine schwachsinnige Kreativität. Dann war das also richtig? Nein, natürlich nicht. Ihr solltet eigentlich alle Zombies umbringen. Aber eure Idee war derart kreativ, dass ich euch das mal als gewonnene Runde anrechne. Die nächste Tür. Oh, ja klar. Sucht sie euch aus. Ich wähle diese hier. Oh ja, schön. Verehrte Ladies und Gentlemen, was sage ich da? Nur Gentlemen, willkommen beim Hyperspace Demolition Derby. Was bitte? Ich bitte um einen kräftigen Applaus für unsere Herausforderer. James auf Position 1, Timothy auf Position 2, Margaret auf Position 3 und Ludwig auf Position 4. Sehr lustig. Wie soll denn eine Katze ein Auto bedienen? Sie treten heute an gegen den Dezimator auf Position 5, Executus Extremus auf Position 6, Brutus den Zerstörer der Welten auf Position 7 und Flapsy den Space Piraten auf Position 8. Flapsy der Space Pirat? Was ist denn das für ein selten dämlicher? Seid ihr alle bereit? Was, wenn wir jetzt Nein sagen? Dann beginnt das Rennen jetzt! Ja, das ist genau wie ein Rennspiel. Es ist nichts anderes als ein Rennspiel. An der Decke entlang. Vorsichtig. Aber nicht zu vorsichtig. Sie kommen nun zu den Laserschranken. Laserschranken? Falsch! Verdammte Katze! Lass mein Gesicht los, du Mieser! Na, das hat bestimmt wehgetan. Ist alles okay? Ein bisschen angesenkt. Ansonsten alles in Ordnung. Ganz ruhig bleiben, Leute. Wir können das hier schaffen. Das denkt auch nur ihr. Oh je. Verdammt, er hat mich getroffen. Spring da raus, Tim. Ja, ich... Nochmal gut gegangen. Und da ist Timothy raus. Oh, ich kriege ich. Er kommt immer näher. Konzentrier dich auf die Route, verdammt. Die Fahrer erreichen nur Geysirfelder. Was sind das für Geysire? Geysire, die mit kochendem Tabasco schießen. Warte hier. Bauch! Mein Gesicht! Mein wunderschönes Gesicht! Möge die Macht Cordatus dich läutern! Verdammtes Katzenvieh! Oh nein! Genau in den Geysir!
Gut gemacht, Mausewitz. Ich mache hier nur meine Arbeit. Das war's jetzt mit euch. Wir holen uns eure Köpfe. Brutus und Flopsy holen rasch auf. Und unsere Freunde haben die Geysirfelder hinter sich. Nun folgt der Spiraltunnel. Das hört sich gar nicht gut an. Und sieht noch schlimmer aus. Komm, Bodenratte, die schnappen wir uns. In die Zange, ja. Sie haben mich. Ich komm dir zur Hilfe. Na, junges Fräulein? Verschwinde, du Rohling. Das wird dir noch leid tun. Was denn? Hier ist die Kavallerie. Möge die Macht Cordatus die... Oh, ein direkter Treffer. Damit ist Ludwig Mausewitz aus dem Rennen. Jetzt pack sie dir endlich. Verdammt! Und während unsere Kontrahenten noch gegeneinander ringen, nähern sie sich mit rasanter Geschwindigkeit dem Quasar. Was? Oh nein. Ah! Verdammt, Maggie, spring raus! Was? Ich... Na gut. Hervorragend, ihr habt das Rennen gewonnen. Mehr oder weniger. Meinen Glückwunsch, ich hatte wirklich einen Heidenspaß. Ja, das sehen wir. Keine Müdigkeit vorschützen. Die nächste Tür, los. Ja, nehmen wir diese hier. So soll es geschehen. Halt, uns erwartet eine kleine Montage. Da brauche ich noch Popcorn. So, jetzt kann's losgehen. Los, schnappt euch die Beute und dann weg hier. Vorsicht, Leute, die nächste Welle geht los. Verdammt, Feuer, Feuer! Hey, Hoxton! Raus hier! Über die Straße, los! Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Stehen bleiben! Hände über den Kopf! Leben kriegt ihr uns nie, ihr Schweine! Oh, Mann! Psst! Hier drüben! James? Nicht bewegen! Er sieht dich nur, wenn du dich bewegst! Das war knapper als mir lieb ist. Dame auf B8! Er tut es! Er setzt die Dame auf B8! Schachmatt! Schachmatt, meine lieben Kameraden! Der Herausforderer aus Blue Wood hat den viermaligen Dimensionsmeister besiegt! Die Zuschauer sind völlig aus dem Häuschen! Schachmatt! Schachmatt! Unglaublich! Ein neuer Champion ist geboren! Ja! Ja! Weiter aufs Ziel zu! Du bist zu dicht! Weiter aufs Ziel zu! Nicht so dicht! Oh, also, jetzt sind nicht mehr allzu viele Türen übrig, was? Oh, könnten wir vielleicht eine kleine Pause machen? Ach, sucht euch doch einfach etwas Ruhigeres aus. Hier, ich gehe euch auch zur Hand. Die Tür hier ist doch schön, nicht wahr? Na gut, nehmen wir die. Okay, so sei es. Ausgezeichnet. Und so durchquerten wir erschöpft eine der letzten Türen, in der Hoffnung, bald wieder nach Hause zu dürfen. Auf der anderen Seite der Tür wurde es dunkel. Ich wandte mich zu den anderen um, doch sie waren verschwunden. Ich stand ganz allein in einem engen und finsteren Tunnel, nur schwach von einer Fackel an der Wand erleuchtet. Leute? Hier drüben, hinter dieser Felswand. Mausewitz! Und wo genau sind wir? Unter der Erde! Vor uns liegt ein wahres Labyrinth, wie mir scheint. Okay, versuchen wir uns irgendwo zu treffen? Wir suchen nach dem Ausgang. Wenn wir uns finden, umso besser. Geht klar. Die anderen sind auch hier. Ich weise sie ebenfalls in den Plan ein. Okay, dann viel Glück euch. Quint möchte uns in die Irre führen. Lass dich nicht unterkriegen. Und lass dich nicht hypnotisieren. Seine manipulativen Kräfte sind groß. Das ist doch... Ich fasse es nicht. So eine verdammte... Was ist denn das hier? Ah, Hallöchen, Timmy. Vorsicht beim Überqueren der Straße. Der Verkehr ist heute schrecklich. Was? Na, wie geht's dir denn? Kommst du gut voran? Nun ja, ich suche noch. Natürlich tust du das. Immerhin ist dir nicht egal, was aus dir wird. Wie meinst du das? Tja, nun, ich hatte gedacht, das wäre offensichtlich. Was?
Was ist offensichtlich? Na, dass du ohne die anderen besser dran bist. Wohl kaum. Ach, natürlich sagst du das. Offensichtlich hast du noch nicht bemerkt, dass sie dich nur als das fünfte Rad an diesem Fahrrad mit Stützrädern ansehen. Wie kommst du dazu, so etwas zu behaupten? Ich bin mir sicher, dass meine Freunde... Deine sogenannten Freunde kümmert es nicht, was aus dir wird. Sie haben sich doch gefreut, als du endlich außer Hörweite warst. Du kannst mir viel erzählen. Oh, aber das will ich eigentlich gar nicht. Es wäre doch das Letzte, was ich wollte, dich zum Aufhören zu bringen und damit das Spiel zu beenden, an dem ich solche Freude habe. Oh nein, ich sage dir das nur, weil du mir leid tust. Leid? Von seinen alten Nachbarn und Freunden derart missachtet zu werden, muss schwer sein. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das für dich anfühlen muss. Nichts, was du sagst, könnte mich davon überzeugen, dass ich den anderen egal bin. Oh, wieso dann nur auf mich hören? Sie haben es doch selbst gesagt. Was? Sieh nur. Oh Mann, bin ich froh, dass Tim weg ist. Oh ja, dieser Schwachkopf hängt an uns wie eine lästige Klette. Ho, 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 jawohl. Ich hoffe nur, wir müssen ihn nicht so schnell wiedersehen. Ja, am liebsten bleibt er ewig in diesem Labyrinth verschollen. Amen, meine Kameraden. Das will ich nicht glauben. Glaub doch, was du willst. Such nach dem Ausgang. Bring diese undankbaren Freunde von dir hier raus. Lass sie sich weiter hinter deinem Rücken über dich lustig machen. Mehr zu gucken für mich. Hm? Nein, vielleicht hast du recht. Natürlich habe ich recht. Wieso sollte ich dich anlügen? Ich will doch schließlich, dass ihr mit mir spielt. Ja, von jetzt an werde ich auf eigene Faust arbeiten. Sehr gute Entscheidung. Ach, der Verkehr lässt nach. Dann noch eine gute Reise. Ja. Ist dir auch so langweilig? Puh, hast du mich erschreckt. Du in deinem Badeanzug. Sicher. Ich steige doch nicht in voller Montur in den Whirlpool. Wow, gemütlich hier. Aber ja, hervorragend, um zu entspannen. Komm doch herein, das Wasser ist herrlich. Nein, ich muss weiter nach dem Ausgang suchen. Ach, musst du das? Das ist immerhin Teil deines kosmischen Spiels. Also mach's gut. Na, aber ist dir denn nicht langweilig? Naja, ich kann nicht behaupten, dass ich hier gerne umherirre. Wer tut das schon? Und zu bedenken, dass keiner der anderen auch nur versucht, den Weg zu finden. Wie meinst du das? Ach, ich sage nur, dass du deutlich klüger bist als die anderen. Du hast Tatendrang, Ideen. Ohne dich hätten deine Freunde doch nicht einmal die erste Runde überstanden. Ach, du übertreibst. Sie tun ihr Bestes, um... Das ist ja das Problem. Ich bin mir ganz sicher, dass sie sich nicht verbessern werden, solange du immer die Arbeit für sie machst. Selbst wenn sie es wollten. Wenn sie es wollten? Ach, meine Liebe, ich bin nicht der Einzige, der bemerkt hat, dass du die ganze Arbeit machst. Die anderen wissen es auch. Und sie ruhen sich voll und ganz darauf aus, dass du sie schon irgendwie raushauen wirst. Beweis es mir. Selbstverständlich. Gib mir bitte mal den Zucker. Mit Vergnügen. Danke. Meint ihr, Margaret hat den Ausgang schon gefunden? Selbst wenn nicht, wir haben es doch gut hier. Stimmt, genau. In der Tat. Cheers! Habt ihr mitbekommen, wie lange sie gebraucht hat, um das Rätsel mit dem Pylonen zu lösen? Haha, ja, das war echt lächerlich, dass sie uns so lange hat warten lassen. Wirklich eine Frechheit. So etwas haben sie gesagt? Ach, es tut mir wirklich in der Seele weh, dir diese Nachricht überbringen zu müssen. Und was sollte deiner Meinung nach dagegen geschehen? Lass sie ab jetzt die Arbeit machen. Sollen sie doch sehen, wo sie ohne dich stehen. Ich soll sie einfach im Stich lassen? Aber du lässt sie doch nicht im Stich. Du ermutigst sie dazu, ihre eigene Stärke zu finden. Nein, ich... Na komm, manchmal muss man eben das tun, was man für falsch hält, wenn es am Ende einem größeren Zweck dient. Und willst du dich etwa derart ausnutzen lassen? Nein, natürlich nicht. Du musst deinen Standpunkt klar machen, wenn du willst, dass sie dich respektieren. Du könntest recht haben. Na also... Dann setz dich in den Pool und entspann dich. Die anderen werden es früher oder später schaffen. Und daran werden sie schließlich wachsen. Okay, das hört sich nach einem guten Plan an. Nicht wahr? Oh, sieh nur, wie spät es ist. Ich muss langsam mal los. Muss weitergehen. Muss den Ausgang finden.
Ich muss... Was? Wo bin ich? Seh dich doch um. Ich sehe... Oh, du meine Güte. Ja? Was siehst du? Mein Haus, die Stadt, die ganze Welt. Ist das da hinten der Mond? Das ist er. Wow. Ja, wow. Was ist das hier für eine Sphäre? Ach, nur ein kleiner Aussichtsraum, den ich dir kurz erschaffen habe. Warum? Einfach, um dir zu zeigen, dass ich auch so etwas kann. Ich muss nicht unbedingt die Regeln übertreten und Chaos verbreiten. Aber trotzdem tust du es. Natürlich. Es wäre doch allzu langweilig, wenn ich es nicht täte. Aha. Und wieso... Bist du hier? Ganz einfach. Ich möchte dir ein Angebot machen. Ein Angebot? Ja. Du und ich, mein Lieber. Wir stehen uns doch nah, oder? Nun ja. Du bist etwas Besonderes. Genau wie ich. Dein Geist ist frei. Du bist kreativ. Nicht wie diese langweiligen und beschränkten Freunde deinerseits. Hey, sie sind nicht langweilig. Und sie sind ganz und gar nicht beschränkt. Oh, aber natürlich sagst du das. Du durchschaust eben noch nicht die Einschränkungen, die das Menschsein mit sich bringt. Aber das kann ich ändern. Und wie willst du das ändern? Indem ich dir Macht gebe. Dich von diesem erbärmlichen Zustand eines schwachen, an die irdenen Gesetze gebundenen Wesens befreie. Du... Würdest mir Macht geben? Klar doch. Wem sonst, wenn nicht dir? Und was könnte ich dann damit tun? Alles, was du willst. Naja, mit gewissen Einschränkungen. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Ist es nicht so? Man möchte fast meinen, dieses Angebot käme von jemandem, der das Unmögliche andauernd wahr macht. Und bestimmt möchtest du doch auch ewig leben, oder nicht? Ewig leben? Ja, natürlich. Bis in alle Ewigkeit die Welt genießen. Und wenn dir etwas nicht passt, na dann änderst du es einfach. Was würde geschehen, angenommen ich stimme zu? Nun, ich würde dir genügend Macht zum Spielen geben und dir zeigen, wie du sie nutzen kannst. Selbstverständlich würden deine Fähigkeiten vor den meinen noch immer verblassen. Doch du hättest genug, dass deine kühnsten Vorstellungen ihnen nicht gerecht würden. Darüber muss ich nachdenken. Wirklich? Ich hatte mit etwas mehr Euphorie gerechnet. Aber gut, wenn du willst. Natürlich fühlst du dich mittlerweile eher verbunden zu deinen Freunden und dieser komischen Katze, die übrigens deutlich mehr über dich weiß, als sie dir sagt. Wie meinst du das? Denk noch ein bisschen darüber nach. Aber lass dir gesagt sein, wenn das Spiel vorbei ist, verfällt auch mein Angebot. Ganz gleich, wie das Ergebnis aussehen mag. Wieder zurück im Labyrinth. Oh Mann. Die Straße gleitet fort und fort, fort von der Tür, wo sie begann. Ach, dieses Labyrinth erinnert mich an einen riesigen Ameisenbau. Ich hoffe bloß, ich stoße nicht auf seine Bewohner. Ich spüre einen frischen Luftzug aus nördlicher Richtung. Da muss der Ausgang liegen. Ja, wie ich angenommen hatte, der Ausweg. Ich habe ihn gefunden. Ah, gut gemacht, Herr Engel. Du hast Cordatus' Logik angewandt und damit den direktesten Weg zum Ziel gefunden, ganz wie ich erwartet hatte. Ich habe deine Spielchen langsam satt, Feind. Es wird Zeit, dass du deine Niederlage eingestehst und aufgibst. Ah, noch habt ihr nicht gewonnen. Zwei Spiele liegen noch vor uns. Und sieh nur, das vorletzte liegt direkt hinter dir. Wie meinst du? Oh nein. Die Höhle war unterhalb dieses riesigen Berges. Und nun müssen wir hinaufklettern? Klingeling, du hast's erraten. Ach, bevor ich vergesse, hier die anderen. Macht ihr mal. Alles können. Alles können. Wie bitte? Was ist denn mit euch los? Sie denken wohl ein wenig über ihre Existenz nach. Was hast du mit ihnen gemacht? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe ihnen lediglich aufgezeigt, woran sie sind. Ah. James, Timothy, Margaret! Kommt wieder zu euch! Wehrt euch gegen seinen Einfluss! Puh. Redest du mit mir? Sind wir schon fertig? Wir könnten es sein, wenn ich nur... Verflucht sollst du sein, Quint! Jetzt tust du mir aber Unrecht. Komm, ihr verliert wertvolle Zeit. Beginnt besser mit dem Aufstieg. Klettern, ja?
Das wird anstrengend. Besonders, wenn die anderen derart nutzlos sind. Fass du mich wohl nicht an, Maggie? Oh, sorry, der Herr. Kann ich doch nicht wissen, dass ich dir nicht mal einen Schubs geben darf. James, komm hierher. Was? Herkommen. Wir müssen eine geeignete Stelle finden, um den Berg zu bezwingen. Ja, sicher müssen wir das. Ich habe dabei eventuell an... Du schwitzt ja. Ist dir warm? Nein, alles okay. Ich sehe. Was siehst du? Er hat dir ein Angebot gemacht, das du kaum ablehnen kannst. Nein, natürlich nicht. Lüg mich nicht an. Ich sehe es in deinen Augen. Lehn sein Angebot ab, sage ich dir. Es gibt mit Sicherheit einen Grund dafür, dass er das ausgerechnet dir unterbreitet hat. Und ich bin mir sicher, der wird dir nicht gefallen. Klar, als hätte ich darüber nachgedacht, seinen Vorschlag anzunehmen. Wer will schon allmächtig sein und unsterblich? Und wenn dir etwas nicht passt, na, dann änderst du es einfach. Ah, hier können wir mit dem Aufstieg beginnen. Es ist nicht so steil. Also, kommt, gehen wir! Aber ihr geht vor. Ich werde euch ganz sicher nicht helfen. Ich gehe auch nicht vor. Aber ich bleibe auch nicht zurück. Das könnte euch wohl so passen. Also, das wird ein langer Aufstieg. Puh! Endlich oben! Dieser Schneesturm ist ja schrecklich. Was ist das nur? Das sind eisige Marshmallows! Der Chaotische möchte uns in die Irre führen! Hey, sieh mal! Da ist eine Höhle! Ja! Benötigt ihr eine Pause? Nehmt doch keine Rücksicht auf mich! Macht ihr doch ohnehin nicht! Oh, buhuhu! Stell dich nicht so an! Also gut! Machen wir in der Höhle Rast! Seltsam warm hier drin. Ja, und der Geruch ist erbärmlich. Du bist erbärmlich. Schweig! Hallo, ist da jemand? Ja, Fremder. Wir sind Reisende auf dem Weg zum Gipfel des Berges. Ach, na sowas. Ihr seid mir ja vielleicht ein seltsamer Haufen. Inwiefern? Na, eine sprechende Katze mit drei Menschen im Schlepptau. Das sieht man nicht alle Tage. Und wer sind Sie? Oh, wie unhöflich von mir. Ich bin Rüdiger. Aber ihr dürft mich Rüdi nennen. Ach, ist ja süß. Ist es das? Herr Rüdiger. Was tun Sie in dieser Höhle? Oh, ich lebe hier schon seit einigen Jahren. Ich mag es hier. Und wovon leben Sie? Och, von der Schokoladenmilch und den Marshmallows, die es hier zur Genüge gibt. Kann ich euch eventuell zu einem kleinen Happen verführen? Verzeihen Sie, wir sind nur kurz angebunden. Oh, ich verstehe. Ja, alle haben es eilig, auf den Gipfel zu kommen. Wieso macht ihr die Reise, wenn ich fragen darf? Gute Frage. Bitte? Wir befinden uns in einem Wettstreit gegen den Meister des Chaos und müssen... Meister des Chaos? Ja, ihr seid mir vielleicht ein paar Vögel. Ist es Ihnen wenigstens möglich, uns zum Gipfel zu führen? Oh nein, es tut mir leid, aber das kann ich unmöglich tun. Wieso denn das? Na, weil ich den Gipfel doch gar nicht sehen darf. Sie dürfen ihn nicht sehen? Natürlich nicht. Nicht, wenn ich weiterhin einen Grund haben will, hier oben zu leben. Hä? Das heißt, wie bitte? Na, es ist doch ganz einfach. Ich sitze hier in meiner Höhle, denke nach und überlege, wie der Gipfel aussieht, der mich mit Schokoladenmilch versorgt. Ist da eine Art Jungbrunnen? Werde ich unsterblich, wenn ich hineinsteige? Oder vielleicht gibt es auch gar keinen Gipfel. Vielleicht ist das hier schon die höchste Stelle des Berges. Und Sie haben keine Lust, das herauszufinden? Nein, wieso sollte ich? Danach fragen mich die Leute hier irgendwie immer, weiß gar nicht wieso. Naja, ihr solltet wohl besser langsam wieder aufbrechen. Es ist gleich Mittag und das bedeutet, die Wände verschieben sich jeden Moment. Die Wände? Okay. Also hopp, war mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Besucht den alten Rüdi doch mal wieder, wenn ihr hier in der Gegend seid. Dann habe ich auch frische Suppe für euch. Wir werden vielleicht darauf zurückkommen. Leben Sie wohl, Herr Rüdiger. Mann, es ist ganz schön windig geworden. Und verflucht kalt. Die Marshmallows sind Zitroneneis gewichen. Arg, meine alte Schwäche. Zitroneneis? Es verklebt mein Fell. Ich hasse es, wenn das passiert.
Sind wir bald oben? Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe! Geschafft. Endlich. Wir sind auf dem Gipfel angekommen. Hab ich nicht euch zu verdanken. Puh, ihr hattet ja auch das leichte Spiel. Ah, da seid ihr ja endlich. Hab ziemlich lange gebraucht, muss ich sagen. Hättest du nicht mit feigen und unfairen Mitteln Zwietracht gesät, wäre es schneller gegangen. Wäre ist wohl das richtige Wort. Aber wir wollen euren großen Erfolg doch nicht mit Schuldzuweisungen und nutzlosen Diskussionen überschatten, oder? Nur noch ein letztes Spiel ist übrig. Ein letztes Hindernis zwischen euch und eurer Freiheit. Einem Leben in Ruhe und Frieden. Bringen wir es hinter uns, damit wir uns nie mehr wiedersehen müssen. Hurra! Ich freue mich jetzt darauf, dich aus meiner Erinnerung zu streichen. Ewiges Leben. Unbegrenzte Ewiges Macht. Ewiges Leben. Unbegrenzte Macht. Ewiges Leben. Herr im Himmel! Also durchschritten wir die Tür, um uns der letzten Herausforderung zu stellen. Ich und die anderen standen auf einer kleinen ovalen Plattform, die über einer endlosen Leere schwebte. Weitere steinerne Inseln und Bruchstücke überall vor, hinter, unter und über uns. Manche von ihnen verbunden über bunte Holzbrücken. Der Himmel war klar, man konnte Sterne und sogar ganze Planeten sehen, die in ein abendliches oranges Licht getaucht waren. Quint erschien im blauen Overall gekleidet vor unserer Gruppe und stützte die Arme in die Hüfte. Also, was ist dein letztes Spiel? Na, Feind, was willst du uns nur noch entgegenwerfen? Nun, ihr befindet euch hier in der Trümmerwelt, einer kleinen, netten Dimension, mit deren Zerstörung ich selbstverständlich nichts zu tun habe. Eure Aufgabe hier ist es, jemanden zu fangen, bevor alles komplett auseinanderbricht. Fangen? Ja, ihn hier. Hallo. Wer ist das? Ich bin der Random-Sprecher. Das heißt, ich spreche Random. Aha. Es ist meine Aufgabe, Random zu sprechen. Ist er nicht reizend? Wo ist die Herausforderung? Sieh dich doch mal um. Schwebeplattformen überall und dazwischen geht es abwärts. Oh, stimmt ja. Den besten Teil habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Keiner von euch darf hinunterfallen. Wenn auch nur einer fällt, ist die Runde vorbei und ich habe das ganze Spiel gewonnen. Na, großartig. Kein Problem, ich falle schon nicht. Nun, und das ist auch schon alles. Schnappt den Random-Sprecher und fallt nicht runter. Mehr ist es nicht. Noch Fragen? Nein? Also dann, gutes Glück wünsche ich euch! Das wünsche ich euch ebenfalls. Fangt mich, wenn ihr könnt. Halt! Wie er das... Na, natürlich kann er sich selbst beschleunigen. Hätte ich euch gleich sagen können. Tja, hast du aber nicht. Also schön, Männer. Frau, wir dürfen nicht abrutschen. Egal, was passiert. Ach was. Kleinigkeit, solange sich die Plattform nicht bewegen. Du und deine große Klappe. Sei doch ruhig. Ah, oh, die Insel. Sie bricht auseinander. Springt auf die nächste Ebene. Schnell. Puh. Ihr bringt uns noch alle um. Ich mach mich lieber alleine auf die Suche nach diesem Trottel. Nein, wir müssen zusammenbleiben. Diese Welt ist instabil. Und wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Na schön, aber erwartet keine Hilfe von mir. Habe ich sowieso nicht. Also, suchen wir diesen... Random-Sprecher. Tim, ich würde gern kurz mit dir sprechen. Quint hat... Aha. Tim? Was ist? Ich, du... Ja? Also, Quint hat mir angeboten, seine Macht mit mir zu teilen. Oh, wie nett von ihm. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich darauf eingehen soll. Mausewitz glaubt, dass das Angebot eine Falle ist. Tja. Was denkst du denn darüber? Seit wann interessiert es dich denn, was ich denke, hä? Wie meinst du das? Ich hab doch nie... Ja, ja, natürlich. Wieso erzählst du das nicht deiner besten Freundin Maggie und lässt mich in Ruhe? Ja, okay, gut. Hey, Maggie. Ach, hi. Sag mal, weißt du, was mit Tim los ist? Hm, keine Ahnung. Naja, ich wollte dich mal nach deiner Meinung fragen. Ach, echt? Ja... Quint hat mir angeboten, mir Macht zu... Das musst du wohl mit dir selbst ausmachen. Was? Ich würde dir ja helfen. Aber wie sollst du wachsen, wenn ich immer deine Probleme löse? Das... aber... Nein, diese Entscheidung musst du selbst treffen. Damit tust du einen großen Schritt in die richtige Richtung.
Ich halte mich da ganz raus. Aber es kann dir doch nicht egal sein, was ich tue. Ist es aber. Damit wirst du wohl klarkommen müssen. Na, zerfällt die Welt um dich herum? Wo bist du? In dir. Wo sonst? Keine Angst. Die anderen sehen und hören mich nicht. Ach so? Nun, wie sieht es also aus? Schon eine Entscheidung getroffen? Ich weiß es noch nicht. Ich dachte, meine Freunde könnten mir vielleicht helfen, aber die sind irgendwie komisch geworden. Oh, ich habe ihnen nur geholfen, ihre wahre Identität zu zeigen. So, dann war's das wirklich du. Ich musste schließlich dafür sorgen, dass sie dir nicht im Weg stehen. Hätte ich sie nicht gegeneinander aufgebracht, würden sie jetzt versuchen, dich davon abzuhalten, die Wahrheit zu sehen. Und was ist die Wahrheit? Dass am Ende jeder für sich alleine steht. Im Grunde ist eure jämmerliche Freundschaft eine Illusion. Komplett bedeutungslos. Woher willst du das wissen? Du weißt doch gar nichts über... Da muss ich direkt einmal unterbrechen und dich darauf hinweisen, wie lächerlich du dich machst. Weißt du denn irgendetwas über deinen Engelkumpel oder seinen Herrn Cordatus? Oder was für eiskalte Verräter sie sind? Nun, nein, denke ich... Natürlich weißt du nichts über sie. Dir von ihnen zu erzählen, könnte dich schließlich die Wahl deiner Seite überdenken lassen. Du könntest schließlich hinterfragen, ob ich hier wirklich der Schurke bin. James! Oh, wenn man vom Engel spricht. Warte, Quint. Was wolltest du mir noch sagen? James! Ist alles in Ordnung? Ja, Quint war nur gerade in meinem Kopf. Lass dich nicht von ihm in die Irre führen. Er versucht, dich unter Druck zu setzen. Komm, gehen wir weiter. Eiskalte Verräter. Glaube ihm nicht. Schaue ihnen nicht über den Weg. Glaube ihm niemals. Ich bin hier nicht der Schurke. Ich darf mich nicht hypnotisieren lassen. Ja, sie sind Verräter, die dich benutzen wollen. Sie sind nicht deine Freunde. Du brauchst gar keine Freunde. Zumindest nicht, wenn du dich an mich hältst. Dort! Ich sehe ihn! Mach du mal! Seid gegrüßt. Es wird Zeit. Wir haben dich. Miep, miep. Bleib stehen. Hier geblieben. Der ist schnell. Maledeit. Oh. Na super gemacht, Leute. Die Plattform bricht. Versucht, hier herüberzukommen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Mach dir mal weiter. Wir warten hier. Wir? Also, James. Damit bleibt wohl alles an uns beiden hängen. Er ist ein Verräter. Er benutzt dich nur. Hä? Lass uns weitergehen. Wir müssen in diese Richtung. Ja, ja. Diese Welt wird immer instabiler. Wir müssen das Spiel schnell beenden. Das sollten wir. Dieser Vulkan wächst immer weiter, je höher wir kommen. Und die Erde wird richtig brüchig. Da oben, auf dem Rand des Kraters. Ja, das ist er. Auf! Schleichen wir uns an ihn heran. Versuchen wir es. Ihm liegt nichts an dir. Er benutzt dich nur, um das Spiel für seinen Meister zu gewinnen. Es geht nicht darum, dir zu helfen. Er will mir nur eins auswischen. Leise jetzt. Wir müssen ihn dieses Mal kriegen. Jeden Moment könnte der Berg ausbrechen. Wunderschön. Yikes. Oder? Mein Boss hat mir die Fähigkeit gegeben, die Schönheit dieses natürlichen Ereignisses würdigen zu können. Jetzt haben wir dich! Mausewitz! Was für ein unglücklicher Zufall. Ich kann mich nicht auf den Beinen halten. Fang den Random-Sprecher, dann ist alles vorbei. Ich versuche es. Du wirst ihn nicht zu fassen bekommen. Quint! Ich habe ihn in voller Absicht so schnell gemacht, dass ihr ihn nicht in die Finger bekommen könnt. Du hast geschummelt. Herr des Chaos. Warum? Anders bekomme ich dich ja nicht in diese Position. Ich soll vor dir kriechen? Du sollst mein Angebot annehmen. James! Was ist los da oben? Hier wird es langsam ungemütlich. Lass ihn doch nicht länger warten. Schlag ein und das Spiel ist vorbei. Niemals. Na schön, du vertraust mir nicht. Du vertraust lieber der Katze. Das ist nur allzu verständlich. Ich selbst habe mal den Fehler gemacht, seinesgleichen zu vertrauen, aber das hat mir nur Ärger beschert. Erklär mir das endlich. Was hat dieser Cordatus gemacht? Er hat mich verraten. So einfach.
Ich nehme an, dir wurde erzählt, der große und heldenhafte Herr hätte mich rechtmäßig in die Schranken verwiesen, nachdem ich die Welt ins Chaos gestürzt hatte. Richtig. Das stimmt so aber nicht. Wir waren keine Feinde. Nicht immer. Eine Zeit lang kamen wir sogar richtig gut miteinander aus. Das alles begann, als ich mich zum ersten Mal in diesem Universum materialisierte. Nun, es wurde aber auch langsam Zeit, dass ich hier existiere. Ich begann damit, dieses Universum zu erforschen. Wie es funktionierte, was es so alles gab. Und bald schon fand ich die Menschen dieser Dimension. Augenblicklich mischte ich mich unter sie und beobachtete, wie sie sich von anderen Wesen unterschieden und was sie alles konnten. Ich rutsche ab. Nein, tust du nicht. Ich halte die Zeit so lange an. Das hier kann ein Weilchen dauern. Nimm dir einen Eistee, wenn du willst. Also, bald schon sah ich wenig überrascht, dass auch diese Menschen machtlose Wesen waren, wohl kaum in der Lage, ihren Horizont zu erweitern. So begann ich damit, mich in ihre Gedanken und Gefühle einzumischen, hier und da mit ihnen zu spielen, sie gegeneinander aufzuhetzen. Ich riss die Herrschaft über den Planeten an mich und stürzte alles ins Chaos, wie ich es schon zuvor eins ums andere Mal getan hatte. Das rief relativ bald den Herrn Cordatus auf den Plan. Und er war anders. Kein Mensch, aber menschenfreundlich und augenscheinlich eine Art Gott in diesem Universum. Ich grüße dich, Fremder. Ah, na, wen haben wir denn hier? Mein Name ist Cordatus. Ich bin der Herr über das Paradies. Paradies? Ein sicherer Hafen für Seelen. Doch das ist nicht von Belang. Ich komme, weil du den Menschen großen Schaden zufügst. Ach ja? Das muss ein Ende haben. Ist das eine Drohung? Keine Drohung. Es ist eine Bitte. So, so. Und wieso sollte ich dieser Bitte nachgehen? Weil es nicht dein Recht ist, die Menschen auf diese Weise im Griff zu halten. Ist das so? Und welches Recht hast du, die Welt vor meinem Griff zu beschützen? Keines. Aber ich sehe es als meine Pflicht an, die Menschen vor der Willkür zu bewahren, die du über sie bringst. Wieso? Weil es das Richtige ist. Aber wieso? Die Menschen begreifen nichts. Sie sind schwach. Würde ich sie nicht geringfügig interessanter machen, wäre dieser Planet, ach was, dieses ganze Universum, ein Quell der Langeweile. Die Menschen sind keine niederen Wesen. Sie sind naiv. Sie sind unseren Entscheidungen ausgeliefert, aber das bedeutet nicht, dass wir sie wie unser Spielzeug behandeln dürfen. Aha. Ich sage dir, lass sie in Ruhe und verlasse dieses Universum. Verständlicherweise machte mich diese Herausforderung wütend. Ich mischte mich in sein Paradies ein und verdrehte dort alles nach meinen Vorstellungen. Er hingegen zerstörte, was ich auf der Erde aufbaute, und heilte den Verstand der Menschen. Es ging hin und her, bis wir uns eines Tages auf einen Pakt einigten. Wenn du mir eine Chance gibst, dir zu beweisen, dass die Menschen es verdient haben, ernst genommen zu werden, lässt du sie in Ruhe und akzeptierst mein Friedensangebot? Ich ließ mich darauf ein. Sicher, dass Cordatus es nicht schaffen konnte, mir eine Lektion zu erteilen. Doch ich sah, wie die Menschen untereinander versuchten, ihre Differenzen beizulegen. Wie sie von einem unbändigen Willen angetrieben wurden, sich den durch mich verursachten widrigen Umständen entgegenzustellen. Sie waren verbissen, dickköpfig und selbst die, die ich manipuliert hatte, ließen sich nicht so leicht unterkriegen. Zum ersten Mal öffnete ich meine Augen für mehr als die bloße Schwäche der Spezies und ich musste feststellen, dass sie mich faszinierten. Ich begann, mich für die Menschen zu interessieren und stellte viele Gemeinsamkeiten fest, die mich mit ihnen verband. Cordatus erzählte mir mehr über sie, was für große Taten sie schon vollbracht hatten, wie erhellend Konversationen mit ihnen sein konnten. Im Laufe dieser Zeit wurden wir so etwas Ähnliches wie Freunde. Ich zügelte das Chaos auf dem Planeten, ließ alles wieder seinen gewohnten Gang laufen. Nun ja, natürlich mischte ich mich noch hier und da ein. Ich erschien auf unterschiedlichen Orten der Welt, in den Einflussbereichen anderer gottgleicher Wesen, die, denklich, beunruhigt wegen meines Auftauchens waren. Und eines Tages erschuf ich mit Hilfe von Cordatus ein eigenes Menschenbild. Eine Person, die meinen Vorstellungen entsprach, zu eigenständigem Leben erweckt von Cordatus. Nicht bloß so eine roboterhafte Marionette wie mein Random-Sprecher hier. Nicht zu ungut. Kein Problem, Chef. Es lief alles ganz wunderbar.
Ich hielt mich zurück, gab mich mit kleinsten Manipulationen zufrieden, doch die Götter dieser Dimension sahen es offenbar anders. Sie kämpften gegen mich an, wollten mich loswerden und zurück ins Kontinuum schicken, wie sie meinten. Sie gingen sogar so weit, meine Schöpfungen zu zerstören, worauf ich ihnen kleine Streiche spielte. Die Situation schaukelte sich hoch, bis der Knoten irgendwann platzte. Cordatus und ich waren zum Nachmittagstee in meinem Herrschersitz verabredet. Er kam etwas später, was ihm schon von Grund auf nicht ähnlich sah, war aufgebracht und wirkte entschlossener als sonst. Quint, wir müssen sprechen. Ei, worüber denn, mein Lieber? Über deine zunehmenden Angriffe auf die Weltordnung. Oh, aber ich richte doch keinen Schaden an. Ich spiele doch nur. Außer dir hat da niemand Spaß dran. Nun, das ist bedauerlich. Aber das haben wir doch alles schon längst beredet. Ich habe mit den anderen Göttern gesprochen. Aha. Sie wollen dich loswerden. Ein für alle Mal. Nun, das sollen sie mal versuchen. Uns kriegen sie nicht so schnell klein, nicht wahr? Durch den verdrehten Türrahmen schritten große Gestalten in den Raum. Ich erkannte sofort all die Gesichter der Herren, mit denen ich mir mein Star-Duell geliefert hatte. Bist du bereit für das Unvermeidliche? Ihr wollt euch also wirklich gegen uns stellen? Ich denke, ihr werdet... Nein, Quint. Wie bitte? Ich kann deine Taten nicht länger gutheißen. Du stellst dich gegen mich? Ja. Das... du... wirklich? Eine letzte, freundliche Bitte. Geh zurück in dein Kontinuum. Oder wir müssen dich dazu zwingen. Ihr zwingt... Ist das dein Ernst? Du fällst mir hier so in den Rücken? Ich kann nicht länger wegsehen, während du das Gleichgewicht des Universums störst. Es ist nichts Persönliches. Oh, da irrst du dich. Selbstverständlich ging ich nicht, ohne ihnen einen Kampf zu liefern. Letztendlich war aber nicht einmal ich stark genug, um der Verbannung zu entgehen. Der Tag endete damit, dass ich das Universum verließ und nicht mehr zurückkehren konnte. Doch Cordatus' Worte reichten im Grunde aus. Ich war beleidigt und fühlte mich verletzt. Sollten sie doch sehen, was sie davon hatten. Mir stand ein ganzes Multiversum offen, voller verschiedener, reizender und wundervoller Möglichkeiten, mir die Zeit zu vertreiben. Fehlt nur noch ein Teil des Puzzles. Das wäre... Wieso haben Sie sich ausgerechnet James und seine Freunde ausgesucht, Sir? Stimmt. Wieso ich? Und wieso bietest du gerade mir dein Geschenk an? Oh, kannst du dir das nicht denken? Nein, das ergibt für mich keinen Sinn. Oh, es ist nicht so, als wäre Sinn der maßgebende Faktor meines Handelns. Doch in diesem Falle habe ich es mir einfach gemacht. Weißt du, der von mir und Cordatus erschaffene Mensch mischte sich unter die Normalsterblichen. Und bald schon gab es eine zweite Generation. Und eine dritte. Und so weiter. Du willst doch nicht andeuten, dass... Oh doch, genau das. Du bist der jüngste Nachkomme meines experimentellen Menschen. Was? Es stimmt. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe geben müssen, um die Spur wiederzufinden. Aber am bisherigen Ende der Linie stehst du. Das könnte eine Menge erklären. Ist es nicht so? Also, nun, da ich die Karten offengelegt habe, nimmst du mein Angebot an? Ich... Ja, ja. Nehme... Tu es. Tu es. Es an. Ausgezeichnet. Ich hob vorsichtig die Hand und bewegte sie in Richtung von Quint. Dieser grinste zufrieden und hielt sich bereit, den Handel abzuschließen. Was ist das für ein Krach? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Natürlich ist dir das egal. Es macht ja auch jemand anders für dich die Arbeit. Was willst du mir denn jetzt sagen? Du hast mich schon gehört. Ah! Oh nein, ich rutsche ab. Arg. Ich falle. Das ist mir doch egal. Halt, was zum Teufel tue ich denn hier? Ich... Maggie, halte dich gut fest. Ich schaffe das schon. Ach, was rede ich da? Hilf mir hoch. Klar, hier. Nimm meine Hand. Ich versuche es. Ach, geschafft. Ja, nochmal gut gegangen, was? Was ist gerade passiert? Ich habe das Gefühl, als hätte ich schlecht geträumt und wäre plötzlich aufgewacht. Ja, ich auch. Irgendwie war ich richtig sauer auf dich und James. Weiß eigentlich gar nicht mehr,
Wieso? Und ich war irgendwie gar nicht ich selbst. So, als wären meine Gedanken nicht meine eigenen gewesen. Ich weiß genau, was du meinst. Das muss Quint gewesen sein. Er hat mir irgendwie davon erzählt, dass ihr mich alle ausnutzen würdet. Und irgendwie habe ich ihm geglaubt. Ja, mir hat er gesagt, dass ihr alle mich loswerden wolltet. Dieser miese Dreckige. Was? Was war das? Das hörte sich an wie Quint. Komm, wir müssen in die Richtung dieses Vulkans. Ja, schnell. Es sind kaum noch Plattformen übrig. Ich fühle mich sehr komisch. Du fühlst dich vollkommen. Wenn du willst, kannst du alles wahrnehmen, was um dich herum passiert. Sogar Dinge, von deren Existenz du bisher gar nichts wusstest. Okay. Ich glaube, ich kann Felder aus Energie sehen. Grünes Feuer und rotes Licht? Ja, die Elementarebene, die das Universum zusammenhält. Oder besser gesagt, die dieses Universum auseinanderbrechen lässt. Und pass bloß auf, was du tust. Wenn du nicht vorsichtig bist, zerstörst du noch dieses ganze Universum. Wie tue ich denn überhaupt irgendetwas? Indem du es einfach tust. Stell es dir vor wie eine Handbewegung. Du musst nicht immer daran denken, die Faust zu schließen. Du tust es einfach. Deine Kräfte sind wie eine Erweiterung deines Körpers in schier unbegrenzte Richtungen. Also, wenn ich ein Glas Limonade haben will, dann hast du ein Glas Limonade. Das ist der absolute Wahnsinn. Versuch doch mal, diesen Stein hier anders aussehen zu lassen. Ja, okay. Oh, nicht schlecht. Negativfarben sind immer etwas Schönes. Da muss ich nochmal zwischenfragen. Sie waren zeitweise selbst der Gott des Chaos? Nein, ich hatte Zugriff auf seine Kräfte. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das alles funktioniert, aber da ist ein großer Unterschied. Ja, gut. James! James! Mausewitz? Du hast sein Angebot nicht angenommen, oder? Oh, doch, das hat er. Ich habe dir doch geraten, es nicht zu tun. Aber er besitzt die Eigenständigkeit, eine solche Entscheidung allein zu treffen. Ich kann nun überall sein, wo ich möchte, oder? Das könntest du, aber... Na, wirst du wohl hierbleiben. Noch bist du nicht entlassen. James, du weißt ja gar nicht, was du damit angerichtet hast. Also, ich bevorzuge es zu schnippen, wenn ich meine Macht anwende. Ich müsste es nicht unbedingt tun, aber das verleiht einem ein Gefühl der besseren Kontrolle. Und es ist stilsicherer. Ja, das leuchtet ein. Oh nein. Oh doch. Der Vulkan bricht aus. Die Zeit ist abgelaufen. Aber ich kann es stoppen, nicht wahr? Sicher, wenn du Spaß daran hast. Okay, ich stoppe den Vulkanausbruch. Was tust du? Nicht so einfach, das Richtige zu tun, was? Ich verstehe nicht. Du machst es falsch, ganz einfach. Ich versuch's nochmal. Ach, das macht es jetzt wohl kaum besser, oder? Obwohl ich sagen muss, dass die karierte Lava etwas hat. James, du musst die Lava in etwas verwandeln, was harmlos ist. Schnell! In was denn, in was? Ah. Oh, ist das etwa... Erdbeere? Gut. Ändert aber noch nichts daran, dass die ganze Plattform nach unten fällt, oder? Kann ich sie nicht einfach auffangen? Klar doch, dir stehen alle Möglichkeiten offen. Deine einzige wirkliche Grenze ist deine Vorstellungskraft. Ja, ich... Hat das geklappt? Für den Moment ja, aber einfach in der Luft festhalten. Wie unkreativ. Na, in Sachen Fantasie hast du wohl noch ein wenig zu lernen. James, hör mir bitte zu. Na, bitte, Katze. Verdirb uns doch nicht diesen schönen Moment. Nun, versuch doch mal... James, lass dich nicht von ihm bezirzen. Er will nur, dass du in seinem Namen Chaos anrichtest. Ach, warum sollte ich das denn wollen? Und jetzt still. Ich kann doch bestimmt auch fliegen, oder? Das ist ja wohl selbstverständlich. Schweben, durch die Luft schwimmen, schwerelos hinaufgehen. Erneut, du hast kaum eine Grenze. Das ist einfach herrlich. Wundervoll, ist es nicht so? Ich muss mir etwas einfallen lassen. James darf nicht. Hey, Ludwig. Margaret, Timothy. Was ist hier los? Wo ist James? Er ist dort oben, mit Quint. Was tun Sie da? Quint hat ihm Allmacht verliehen. Wenn wir ihn nicht dazu bringen, sie wieder abzugeben, wird James für immer verloren sein. Wie? Wieso das? Weil Macht korrumpiert.
alles tun und lassen zu können, ist eine zu große Versuchung. Er wird im Laufe der Zeit genauso werden wie Quint. Irgendwann wird er sich gegen die Menschen wenden. Er wird vergessen, wer er einst war, und aufgehen als Schüler des Chaos. Das hört sich nicht gut an. Doch es gibt vielleicht eine Chance, das zu verhindern. James! James! Ach, Leute, ich hatte euch ja fast vergessen. Du willst Quint doch nicht wirklich folgen, oder? Naja, ich denke schon, doch. Da habt ihr's. Er hat seine Bestimmung gefunden. Von diesem Tage an ist James nicht mehr an die irdischen Gesetze und Wahrheiten gebunden, an die ihr euch so verzweifelt klammert. Er ist endlich frei. Komm, James, bring die anderen doch mal irgendwo hin, wo es gemütlicher ist als hier. Ja, das mach ich. Gut, Random-Sprecher. Schöner Gastauftritt. Mach's dir irgendwo gemütlich, ja? Natürlich, Sir. Ah, wo sind wir? Im Weltall. Ist es hier nicht wunderschön? Wie können wir atmen? Ich habe es mir gewünscht. Ist das nicht der Wahnsinn? Was ich will, geschieht. Das ist wirklich beeindruckend. Du bist jetzt also wirklich so mächtig wie Quint selbst? Natürlich nicht. Quint würde niemals jemanden auf dieselbe Stufe erheben, auf der er selbst steht. Klingeling, 100 Punkte für das biologisch abbaubare Handtuch. Also brauchst du uns jetzt wohl nicht mehr, was? Das ist doch Quatsch. Genau. Was? Na, es ist doch wohl offensichtlich, dass du nur nicht länger auf sie angewiesen bist. Aber dass ich nun allmächtig bin, bedeutet doch nicht, dass wir keine Freunde mehr sein können. Doch, ziemlich genau das heißt es. Wieso? Naja, du bist ein unsterbliches und omnipotentes Wesen. Dein Horizont ist nun deutlich zu weit, um dich mit diesen kleingeistigen Lebewesen abzugeben. Du verlangst, dass ich mein ganzes Leben hinter mir lasse? Jetzt tu doch nicht so schockiert. Selbst wenn du noch so tust, als wäre dein Leben ganz normal. Irgendwann überlebst du sie ohnehin alle. Darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Tja, hättest du das mal früher gemacht. Jetzt ist es zu spät für dich. Nein, es ist nicht zu spät. Entsage deinen Kräften, dann bleibst du ein Mensch! Das wird er niemals tun. Habe ich recht? Naja, ich... James, du solltest... Keine Rührseligkeiten jetzt. Eure lächerliche Loyalität ist verschwendet. Hebt sie euch für jemanden auf, der mehr eurer Kragenweite entspricht. Komm, Jim. Es gibt noch eine ganze Menge zu lernen für dich. Halt! Was willst du denn wieder? Du irrst dich, Quint. Ja, James würde uns nie so einfach im Stich lassen. Ach... Wirklich? Ich... Sag es ihnen. Sag ihnen, dass du sie nicht mehr brauchst. Nun... Wie kannst du nur so lange zögern? Die grenzenlosen Möglichkeiten des Chaos haben ihn in ihren Bann gezogen. Ich muss... in seinen Kopf. Es... Mithilfe einiger anderer mächtiger Entitäten wurde die Verbindung unseres Universums mit dem Kontinuum gekappt, sodass nie wieder das Chaos in unserer Welt wüten sollte. Der Tag endete damit, dass ich das Universum verließ. Cordatus und die anderen verbannten mich von dieser Welt. James, denk nach. Ein Teil fehlt. Er hat dir etwas verschwiegen. Einen Augenblick. Quint, ich muss dich etwas fragen. Hm? Was denn? Wieso das Spiel? Das Spiel? Ja. Wieso bist du überhaupt zurückgekehrt? Brauche ich einen Grund? Wenn du mich wirklich auf deine Seite ziehen wolltest, hättest du es einfach so tun können. Du hattest alle Zeit der Welt, meine Freunde gegeneinander auszuspielen und mich zu dir zu holen. Und wieso durfte Mausewitz mitkommen? Wäre er nicht dabei gewesen, hätten wir uns dir in keinster Weise entgegenstellen können. Nun, ich wollte euch auf die Probe stellen. Warum? Aus Spaß? Nein, das ist nicht der einzige Grund. Dafür lief die ganze Aktion viel zu geplant ab. Was weißt du schon? Du willst dich rächen, habe ich recht? An wem sollte ich mich rächen wollen? An Cordatus. Dafür, dass er dich verbannt hat, nachdem ihr beide doch Freunde wart. Du fühlst dich verraten. Weil ich ja auch verraten wurde. Also galt all das nur Cordatus. Um ihm zu zeigen, dass seine Diener keine Chance gegen dich haben, dass die Menschen willensschwach und dumm sind und dass du allen anderen Wesen überlegen bist. Das hast du dir ja schön überlegt, nicht wahr? Und als krönendes Beispiel hast du mich korrumpiert. Einen Menschen, der ohne deine Arbeit gar nicht existieren würde. Die Karten sind offengelegt. Die Scharade ist vorbei. Schachmatt. Dann darf ich das also so verstehen, dass du mein Geschenk nicht haben willst, ja? Das habe ich so gar nicht gesagt. Ich...
Oh, wo... Oh, unsere Straße. Wir sind zu Hause. Ihr habt gut gespielt, meine Lieben. Wirklich gut gespielt. Und solange ihr euch an die Regeln gehalten habt, war das Ganze wirklich unterhaltsam. Aber bedauerlicherweise habt ihr die Regeln nun gebrochen. Wie bitte? Das haben wir nicht. Oh, doch. James hat euch aus dem Spiel teleportiert. Damit ist Regel Nummer 2 gebrochen. Und einmal ganz davon abgesehen, habt ihr den Random-Sprecher nicht gefangen. Hätte James nicht mit meiner Hilfe den Zerfall der ganzen Taschendimension aufgehalten, wärt ihr alle mitsamt dieser Welt in die Vergessenheit gefallen. Damit ist das Spiel nun vorbei. Und ich habe gewonnen. Hey, das ist nicht fair. Du verdrehst deine eigenen Regeln. Ich verdrehe die Regeln? Vielleicht wurden wir einander noch nicht vorgestellt. Ich bin Quint, Meister des Chaos und der Disharmonie. Hallo? Dann gib uns noch eine zweite Chance. Ich werde gar nichts tun. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Es gibt so einiges, das ich tun werde. Wenn ihr mich dann entschuldigt, ich habe noch etwas Chaos zu verbreiten. Und nun? Ich weiß es nicht. Wir haben ihn wütend gemacht. Das war wohl ein Fehler. Verdammt, mein Mais, nicht schon wieder. Grüner Himmel? Pinke Wolken? Nein, meine Bäume fliegen weg. Komm zurück. Himmel, Herrgott. Ach, träume ich schon wieder? Ich will es doch hoffen. Das bedeutet, wir können fliegen. Ja! Hey, mein Haus, es fliegt weg. Fang es doch auf. Ach nö, wo ist denn jetzt das Rathaus hin? Wir haben ausgespielt. Der Feind hält nun die Welt in seinen Händen. Und ich habe meine Kräfte nicht mehr. Er hat sie mir wieder genommen. Können wir denn gar nichts unternehmen? Ludwig, ist es möglich, irgendwie deinen Meister zu holen? Quint hat die gesamte Stadt in eine Blase gehüllt, die es mir nicht erlaubt, den Herrn zu kontaktieren. Es muss doch irgendeinen anderen Weg geben, mit ihm zu sprechen. Nun ja, es gibt eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Was für eine? Ihr müsst sterben. Eure Seele gelangt auf direktem Wege ins Paradies, vorausgesetzt, Quint fängt sie nicht ab. Sterben? Sonst keine Möglichkeit mehr? Nein. Also, wer will freiwillig? Wir sind doch nicht bescheuert. Aber wenn wir keine andere Chance haben? Ihr wollt es doch nicht wirklich ausprobieren, oder? Tja, haben wir eine Wahl? Naja, wir könnten warten. Auf was? Auf besseres Wetter? James hat recht. Wenn wir etwas tun wollen, dann müssen wir das tun. Einer von uns soll sich also umbringen, ja? Donnerwetter! Also, wer will dann? Ich schlage vor, ihr zieht Strohhalme. Okay, das klingt fair. Bereit? Zieht! Ich gratuliere dir, James. Du hast die Ehre, meinem Herrn entgegenzutreten. Wie schön. Wir machen uns dann mal auf die Suche nach irgendwas. Ja, viel Glück beim Sterben, Kumpel. Danke. Fürchtet euch nicht, meine Kameraden. Der Tod ist kaum mehr als eine Empfehlung, solange mein Herr es so will. Er wird dich wieder zusammensetzen, wenn alles vorbei ist. Dessen bin ich mir sicher. Also das war jetzt nicht so erfolgreich. Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Rhodies gerade heute über ihr Leben nachdenken. Was ist schon das Leben? Ich möchte einfach in ein Loch. Boah, Leute, seht euch mal meine Hände an. Ja, mir ist heute irgendwie alles komisch. Und mit jeder weiteren Sekunde wird es komischer. Mein Fernseher ist kaputt. Vielleicht will einer von uns da mal reingreifen. Hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz heute noch hören würde. Nein, es ist nicht tödlich genug. Wir brauchen etwas, bei dem er in jedem Falle drauf geht. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Da wären wir. Das höchste Gebäude der ganzen Stadt. Oh, nö. Wir warten dann mal drin. Ja, bis bald, James. Hoffentlich. Gute Reise. Ja, danke. Hab keine Angst. Ich werde dir zur Seite stehen. Wie beruhigend. Sehr gut. Jetzt halte die Gabel nach oben und harre aus. Ja, genau so. Das machst du gut. Also... ich muss jetzt hier einfach so lange warten, bis ich vom Blitz getroffen werde. Vom Blitz erfasst, wurde ich von der metallenen Konstruktion hinuntergeschleudert.
Ludwig begutachtete meinen reglosen Körper, horchte, ob mein Herz noch schlug, und nickte dann mit sorgenvollem Gesicht in Richtung der anderen. Von Bluewood war kaum noch etwas übrig. Ein jedes Haus flog durch die Luft, stand auf dem Kopf oder war umgewandelt worden. Die Straßen rollten sich auf, Gehwege zerflossen in pinkem Seifenschaum. Allerorts schwebten Plattformen in der Luft, der Boden war in allen Farben des Regenbogens gehüllt und kein Stein lag mehr auf dem anderen. Deformierte Kühe und Schafe rannten rückwärts zwischen den leergepoppten Maiskolben umher. Auch vor dem Menschen machte der Wandel nicht Halt. Einige stritten hitzig miteinander, andere sprachen rückwärts, verschwanden in Hausfassaden oder verloren direkt ganz den Verstand. Wo der Himmel frei war, war er grün oder rot. Doch größtenteils hingen dicke Zuckerwattewolken davor und es regneten die verschiedensten Substanzen zur Erde hinab. Blaue Blitze schlugen oft und hart in die Erde ein und hinterließen weitere schwebende Brocken in der Luft. Dazu ging in unregelmäßigen Abständen die Sonne unter und wieder auf. Es ist einfach viel zu viel abgegangen, als dass ich das jetzt alles sagen könnte. Inmitten des Chaos standen Tim, Maggie und Ludwig auf offener Straße und richteten ihren Blick gen Himmel. Kommt mir komisch vor, zu denken, dass James, tot ist. Mir auch. Sein Tod dient nur einem größeren Zweck. Er wird zurückkehren, ich versichere es euch. Es bleibt uns nur zu hoffen, dass James sein Ziel erreicht. Wenn er es nicht schafft, sind wir verloren. Und das bedeutet endloses Chaos. Ein verdammt spaßiger Gedanke. Ich kehre die Furchtbar. Und die Erste. Verschwinde, du verdrehter Narr! Fein, Kerl, ich bin erst nackt. Oje, ich fühle mich nicht gut. Mir ist ganz flau. Versucht ruhig zu bleiben. Wir befinden uns in einer wichtigen strategischen Position. Und was tun wir, bis wir irgendwas wissen? Wir suchen den Feind. Er wird sich irgendwo in der Stadtmitte aufhalten, um sich am Chaos zu weiden. Vermutlich rechnet er gar nicht damit, dass wir ihm noch irgendeine Form des Widerstandes entgegenzusetzen haben. Oh, mein Schädel. Hat es geklappt? Sei gegrüßt, James. Huch, was, wo? Ich bin Petruf. Es liegt an mir, dich durch die heiligen Pforten des Himmels zu führen. Oh, also bin ich tatsächlich hier. Sehr gut. Wie meinst du das, James? Ich muss ganz dringend mit Herrn Cordatus sprechen. Psst. Bitte nenn ihn nur den Herrn. Er wird ungern mit seinem Namen angesprochen. Okay. Ich komme im Auftrag von Ludwig Mausewitz. Wer ist dieser Ludwig Mausewitz, von dem du sprichst, James? Er ist, eine Katze. Etwa so groß, schwarzes Fell, grüne Augen. Er ist einer von seinen Engelswächtern. Erzähl mir jetzt nicht, dass der Kerl mich angelogen hat und dass ich mich umsonst vom Blitz hab erschlagen lassen. Oh, aber nein, James. Die Geschichte wird stimmen. Ich bringe dich unverzüglich zu ihm. Danke. Oh, aber könnte ich vielleicht etwas zum Anziehen haben? Aber selbstverständlich, James. Hier ist dein persönlicher Bademantel. Oh, bequem. Und hier steht sogar mein Name drauf. In unserem Paradies gibt es nur das Beste vom Besten. Komm, James, ich werde dich zu ihm bringen. Perfekt, danke. Aus dem Weg bitte. Hey, wieso darf er schon durch und wir nicht? Das hier ist ein Notfall. Ich muss mit ihm sprechen. Hey, ich muss auch mit ihm sprechen. Hey, komm zurück. Verdammt. Selbst im Himmel muss man Schlange stehen. So viele Seelen. Aber selbstverständlich, James. In jeder Sekunde sterben Menschen. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Gar nicht einfach, ein ganzes Paradies mit so wenig Personal zu betreiben. Ich sehe, was du meinst. Komm, James. Es ist noch ein weiter Weg zu ihm. Ja, ich komme. Wer kann nicht sehen, das sehen wir uns mal an. Wessen Schuld ist das denn hier? Hier gehen wir entlang und freuen uns an zerschmelzender Schokolade für die ganze Familie. Ist das nun wirklich nicht geeignet? Maul halten! Klappe halten! Wie redest du denn mit unseren Nachbarn? Du kotzt mich an! Jetzt reicht's! Das Lachen des Feindes hallt über das Land. Kann es sein, dass sich das Chaos immer weiter ausdehnt?
Wie meinst du das? Es ging doch nur mit der Stadt los. Jetzt ist alles bis zum Horizont so komisch. Heb mich mal hoch. Ich möchte es selbst sehen. Okay. Danke. Ja, ich sehe. Sieht übel aus. In der Tat tut es das. Nicht mehr lange und der Feind wird die gesamte Welt assimiliert haben. Wenn das geschieht, ist die Stunde des Chaos gekommen. Hier drüben siehst du das Spaßbad mit der größten Wasserrutsche diesseits der Verwerfung. Ich kann dir sagen, da geht es abwärts. Huhu! Sieht schön aus. Und dort entsteht die große neue Saftbar. Fertigstellung, wenn alles glatt läuft, am 10. November. Ich sage dir, stell niemals Seelen der Verdammnis als Hilfsarbeiter an. Die rühren keinen Finger, wenn man sie nicht andauernd im Auge behält. Ja, okay, werde ich mir merken. Solltest du mal einen Blick auf die Erde werfen wollen, ist vielleicht das Observatorium etwas für dich. Du kannst jeden Ort ansehen, den du dir vorstellen kannst, solange er ein Teil dieses Universums ist. Aha. Ach, ich bin immer aufgeregt, wenn ein Neuankömmling hier ist. Da werde ich immer ganz hibbelig. Echt? Kommen denn nicht ziemlich viele hier an? Oh ja, sehr viele sogar. Aber ich liebe es einfach, mit all diesen unterschiedlichen Seelen zu sprechen. Ah, da sind wir auch schon fast. Das hier ist das Besucherzentrum. Ach was, ein Besucherzentrum? Na klar, hier befindet sich das Büro des Herren. Das Büro? Natürlich. Okay, klar. Wie konnte ich nur fragen? Dann komm mal mit rein, James. Feind! Na, da seid ihr ja. Habe ich euch gefunden. Und wir dich. Ach. Und wenn ihr mich gesucht habt, wieso habt ihr dann nicht einfach laut meinen Namen gerufen? Was wird das hier alles? Willst du nun auch noch den Rest der Welt zerstören? Ach, zerstören? Ich spiele doch nur ein wenig herum. Zerstören würde ich doch nie. Deine Scharade wird dir niemand abkaufen, Feind. Kann ich euch zu einer leckeren Zuckerwatte verführen? Nein, danke. Ach, wo habt ihr denn den guten Jimmy gelassen? Nicht hier. Seh ich. Na, genießt ihr denn auch das schöne Wetter? Davon kann nicht wirklich die Rede sein. Mann, was seid ihr Spaßverderber. Aber keine Angst, das muss nicht so sein. Hier, nehmt ein bisschen gute Laune. Was soll da? Oh nein. Viel Spaß alle zusammen. Mein Herr, eine Seele bittet Einlass in euer Büro. Der Herr sitzt in einem privaten Arbeitszimmer direkt neben einem Großraumbüro? Selbstverständlich. Was hattest du denn erwartet? Naja, ich dachte eher an sowas wie eine große Halle, vielleicht einen Thronsaal, sowas wie einen Herrscherpalast. Aber dich doch, James. Was für eine abstruse Idee. Petrus, was tust du denn hier? Estefade, hast du ihn gesehen? Er macht einen Rundgang durch die neue Nordanlage. Ich glaube, er kommt erst so gegen 16:30 zurück. Du, ich habe hier einen Boten, James, der dringend zu ihm muss. Meinst du, wir können ihn gerade stören? Ich denke schon. Such am besten mal beim Brunnen nach ihm. Da gab es heute Morgen Probleme. Danke dir. Immer gerne, Petrus. Könnten wir uns etwas beeilen? Ich glaube, auf der Erde wird es mit der Zeit nicht einfacher. Natürlich, James. Wir eilen geschwind. Er wird bald schon Zeit für dich haben. Komm, wir nehmen die Abkürzung durch den Zen-Garten. Das Gefüge der Raumzeit gerät durcheinander. Nicht mehr lang und der Schaden wird sich auch von allein ausdehnen. Du meinst, dass... dass sich das Chaos verbreitet? Das meine ich. Der Schaden beginnt, die Realität selbst anzugreifen. Ich sehe es an der flimmernden Luft und spüre es am ganzen Körper. Die Elemente, die dieses Universum zusammenhalten, sind abgesetzt worden. Wo sie einst für Ordnung sorgten, bleibt nur das Chaos.
Wo mag denn James bleiben? Ich hoffe, er hat mittlerweile den Herrn erreicht. Ah, Herr, wir haben euch gefunden. Oh, das ist der Herr? Ja, Hallöchen. Ich bin Gott. Was kann ich für dich tun? Das ist James Patterson, mein Herr. Er hat eine wichtige Botschaft von der Erde für euch. Ach, ist das wahr? Ja. Nun, ein paar Minuten kann ich sicherlich für dich erübrigen. Komm doch bitte mit mir ins Büro. Mach's gut, James. So, da wären wir. Auf einer Wolke zu reiten geht immer schneller. Also, nimm doch bitte Platz. Ja, mein Herr. Ich bin gekommen, weil mich euer Diener geschickt hat. Ludwig Mausewitz. Der wievielte? Der 14. meine ich. Aha. Kann ich dir eine Erfrischung anbieten? Nein, danke, Herr. Ich bin im Augenblick nicht durstig. Sollte sich das ändern, so lass es mich bitte wissen. Das werde ich tun. Nun, ich sollte eigentlich noch gar nicht tot sein, aber es war im Moment unsere einzige Chance, Kontakt zu euch aufzubauen, Herr. Wieso das? Mausewitz sollte stets in der Lage sein, mit mir zu sprechen. Ja, aber es ist so... Und was meinst du damit? Du solltest eigentlich noch gar nicht tot sein. Wurdest du Opfer eines Mordes? Was? Nein, das nicht. Ich wurde vom Blitz erschlagen, um hierher zu kommen. Nur um mit mir Kontakt aufzunehmen? Es muss wirklich wichtig sein, wenn du bereit bist, dafür zu sterben. Oh ja, das ist es auch. Also, ich beginne besser beim Anfang. Euer Engel suchte mich auf, weil Gefahr im Verzug war. Ah ja. Ja, und dann kam irgendwie dieser Quint zu uns und... Wie bitte? Quint? Ja, Herr. Er spielte eine Weile mit uns und sorgte dann dafür, dass Quint ist wieder da? Der Meister des Chaos? Der blaue Geist? Der Herr der Lügen, der Zwietracht und der Disharmonie? Genau der. Und er hat deine Stadt unter seine Gewalt gebracht. Ich verstehe. Es war weise, zu mir zu kommen. Aber töricht, es erst so spät getan zu haben. Gegen den Meister des Chaos habt ihr nicht den Hauch einer Chance. Das haben wir gemerkt. Petrus? Streich alle meine 15 Uhr Termine. Ich muss zur Erde und eine Sache in Ordnung bringen. Ja, Herr. Gute Reise. Komm, James. Wir haben einen Weg vor uns. Dort! Seht nur! Auf diesem Hügel residiert er. Der Feind. Und drängt die Schokoladenmilch des Sieges. Chaos ist etwas Wunderbares. Hey, Feind! Hier drüben. Oh, ihr schon wieder? Verflucht sollst du sein, du Herr der Lüge, der Zwietracht und der... Ja, der Disharmonie. Im Wiedergeben von Cordatus Sprüchen bist du wirklich gut wie kein Zweiter. Habt ihr das gesehen? Zum Todlachen. Ach, jetzt kommt schon. Ihr müsst versuchen, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Immerhin ist das hier eure neue Heimat. Kaum. Na, ihr gewöhnt euch dran. Schon bald werdet ihr euch gar nicht mehr daran erinnern können, wie langweilig die Welt früher gewesen ist. Kameraden, richtet euren Blick gen Himmel. Eine weiße Wolke? Na, sieh mal einer an. Deus ex machina. Der Herr, es ist der Herr. Quint, es reicht. Ach. Du bist also aus deiner Verbannung zurückgekehrt. Das bin ich. Wieso? Musstest du etwa erneut die Ordnung dieser Welt stören? Ziemlich genau das, ja. Du hast dich nicht verändert seit unseres Abschieds. Du bist immer noch derselbe verantwortungslose Narr. Besser als ein doppelmoralischer Selbstdarsteller, oder? Ich habe nie behauptet, auf deiner Seite zu sein. Ich habe dich lediglich als Kameraden respektiert. Habe ich gemerkt. Nun, ich stehe natürlich über diesen Dingen und bin nicht nachtragend. Nein, wirklich nicht. Daher werde ich mal davon absehen, dich gegen deinen Willen durch ein Dimensionsportal zu schicken, um dich für immer aus deinem eigenen Universum zu verbannen. Ich habe bereits all das geleistet, was ich will. Das Chaos, das du über die Welt verbreitest? Nichts Geringeres als das. Ich werde nicht zulassen, dass du siegreich bist. Mit aller Macht!
werde ich gegen dich wirken. Du Verfluchter. Ganz gleich, wie oft du deine Werke wiederherstellst. Ich werde sie jedes Mal zerschlagen. Und ich werde sie immer wieder neu erschaffen. Du wirst mich nicht übertrumpfen, Cordatus. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Was geschieht hier nur? Mein Herr und der Feind sind einander ebenbürtig. Keiner kann den anderen aufhalten. Dieser Wettstreit ist derselbe von vor 1000 Jahren. So viel hin und her. Mir wird ganz schwindelig. Mann, das ist echt abgefahren, was? James! Hi. Wie ihr seht, lief alles einigermaßen nach Plan. Mach vielleicht deinen Bademantel zu. Gib dich geschlagen! Du hast ein ganzes Universum gegen dich, Quint. Und ich bin das mächtigste Wesen aller Universen. Du kannst mich nicht besiegen. Ebenso wenig kannst du es. Die Zeit selbst ist auf meiner Seite. Ich habe alle Möglichkeiten. Ich könnte, wenn ich wollte, alles und jeden hier vernichten. Und dann müsste ich es nur wiederherstellen. Hör auf! Egal, wie sehr du hier alles veränderst, ich setze alles auf den Anfang zurück. Wir müssen doch irgendwas tun können. Aber was? Wir sind doch nur kleine Schachfiguren. Nein, wir sind der Schlüssel. Quint mag die Menschen. Er findet uns zwar naiv, machtlos und von Natur aus langweilig, aber er ist fasziniert von unseren Fähigkeiten. Ja, und? In der kurzen Zeit, in der ich Quints Kräfte hatte, habe ich eine Sache gelernt. Es macht ungeheuer viel Spaß, omnipotent zu sein. Ich weiß, worum es hier die ganze Zeit schon ging. Was hast du denn vor? Warte ab. Quint! Quint! Herr Cordatus! Ha! Den Mond aus der Bahn zu werfen. Fast hättest du mich erwischt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Leute! Was? Wie bitte? Also, Quint, du hast Unrecht. Womit? Damit, dass dich Cordatus verraten hat. Und Cordatus hat Unrecht damit, dass er dich nicht verraten hat. Wie meinst du das? Willst du gerade sagen, der Herr hat Unrecht? Das will ich. Keiner von euch beiden ist im Recht. Ach, ist das so? Ja, das würde mich jetzt allerdings auch mal interessieren. Versteht ihr denn nicht? Cordatus, Quint war nie böse. Er war oder ist nur egoistisch. Er hat nie Zwietracht und Chaos gesät, um der Schurke zu sein, sondern nur um sich zu amüsieren. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass er damit Schaden angerichtet hat. Ihr musstet ihn verbannen, um die Welt und die Menschen zu beschützen. Du sprichst wahr. Ich hatte keine Wahl. Aber das bedeutet auch nicht, dass die Art, in der es geschehen ist, angemessen war. Quint, du warst immer allein. Du hattest niemanden, dessen Meinung dir etwas bedeutete. Und in Cordatus hattest du endlich jemanden gefunden, der sich die Zeit nimmt, dich verstehen zu wollen. Es ist also gar kein Wunder, dass du enttäuscht und verletzt warst, als er sich gegen dich stellte. Aus deiner Sicht ist es vollkommen nachvollziehbar, Cordatus als Schurken zu sehen. Kamerad, wie kannst du es nur wagen, so etwas Blasphemisches... Leise jetzt, Mausewitz. Lass James ausreden. Danke, Herr. Ihr beide habt weder Recht noch Unrecht. Und euer ganzer Konflikt ist absolut unnötig. Ach, ist das so, ja? Und was ist deiner Meinung nach eine Lösung dafür? Ihr müsst euch nur beieinander entschuldigen. Sagt, dass es euch leid tut. Leid? Leben und leben lassen. Ihr steht doch über diesen Dingen. Quint, du hast unendliche Möglichkeiten, dich zu amüsieren. Aber du hast nichts Besseres zu tun, als unsere Stadt aus Rache zu verwüsten? Habe ich nicht, nein. Und Cordatus, ihr seid doch im Grunde Gott. Ihr leitet ein tolles Resort mit den besten Freizeitaktivitäten, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Was? Erzähle ich euch irgendwann später. Und ihr seid doch ein gutes Wesen. Ihr wollt doch keinen Streit mit Quint. Nun ja, ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich mir nicht des Öfteren Frieden gewünscht hätte. Na also. Und du, Quint, willst du nicht den einen Freund zurück, den du je hattest? Du... Du bist ein raffinierter Mensch, James. Gut gespielt. Wirklich gut gespielt. Also, jetzt schüttelt euch die Hände. Na, macht schon. Nun, das ist jetzt irgendwie etwas... unangenehm.
Das kannst du wohl laut sagen. Na, macht schon. Worauf wartet ihr denn? Gut. Hier. Ich biete dir einen Handschlag an. Als Zeichen des Friedens. Na schön. Ich schlage ein. Das nenne ich mal ein denkwürdiges Ereignis. Mein Herr. Mein Hauptmann. Mein König. Na also, Leute, hat das nicht gut getan? Stimmst du zu, dass unsere Fehde hiermit beendet sein möge? Wenn du das sagst. Aber versprich mir, dass wenn der Tag kommt und die anderen Götter wieder da sind, du dich nicht gegen mich stellen wirst, sondern hinter mir stehst. Sofern es meiner Überzeugung entspricht, werde ich mich daran halten. Du hast mein Wort. Versprich du mir im Gegenzug, nicht die Herrschaft an dich zu reißen. Du sollst das Gefüge dieser Welt nicht stören, auf das ich es nicht nötig haben werde, mich in dein Geschick einzumischen. Na schön. Nun, die Stadt, Oh, ja, sicher. Oh, frische Luft. Es riecht endlich nicht mehr nach Zuckerwatte. Ach, wie schön. Ich kann den Himmel sehen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Hört nur auf die friedlichen Geräusche der Natur. Wunderbar. Ja, könntet ihr mich dann jetzt vielleicht wiederbeleben? Na, ich weiß ja nicht. Was sagt denn der Herr Cordatus dazu? Du möchtest also nicht mit ins Paradies kommen? Irgendwann auf jeden Fall. Aber bitte erst, wenn meine Zeit gekommen ist. So sei es. Deus ex machina. Du darfst den Bademantel behalten. Als Zeichen meiner Dankbarkeit, James. Cool, danke. Auf dann werde ich nun wieder hinfortgehen. Es gibt noch so einige Dinge, um die ich mich kümmern muss. Quint, auf ein Wiedersehen. Gute Nacht, Cordatus. Und Mausewitz. Ja, mein Herr. Pass weiter auf James und die anderen auf. Man weiß ja nie. Mit Vergnügen, Sir. Lebt wohl! Da fliegt er dahin. Zurück in das unsterbliche Reich über den Wolken. Denkt bloß nicht, dass damit alles gegessen ist. Ich will noch eine Revanche unseres Spieles haben. Hä? Das hast du doch gewonnen. Schnickschnack. Oh, seht nur, wie spät es ist. Ich muss dann auch mal langsam los. Wir werden uns wiedersehen. Davon könnt ihr ausgehen. Adios. Mach's gut. Puh, Mensch, Leute. Was für ein Tag. Jawohl. Tja, und dann gingen wir nach Hause. Wenn ich das richtig verstehe, dann wurden Sie und Ihre Stadt durch göttliche Intervention gerettet? Ja, das kann man so ausdrücken. Mhm. Danach war die ganze Sache also einfach vorbei. Für dieses Mal war es das, ja. Aber es dauerte nicht allzu lange, bis wir Quint wiedersahen. Davon ging ich fast aus. Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir eine kleine Pause einlegen? Nein, ist mir recht. Gut, dann machen wir gleich an dieser Stelle weiter.